King Kong FPV Egg hat eine Runcam Micro Swift CCD Kamera mit OST-Anzeige. Leider ist hier das Kabel für die Spannungskontrolle nicht an Plus von LiPo angeschlossen. Außerdem ist der Winkel der FPV-Kamera nicht vernünftig einstellbar. Also müssen wir beides korrigieren. Hinter der Kamera muss nur der Videosender mehr nach hinten verschoben werden. Zuerst schraube ich die zwei Querstäbe ab. Ich löte das lose Kabel von der Runcam an VCC-Kontakt auf dem Flugcontroller rechts unten. Somit habe ich jetzt die Spannung vom LiPo an der Runcam. Die Einstellung der Kamera möchte ich über die Fernsteuerung machen. Hierzu brauche ich einen 150 bis 660 Ohm Widerstand. Ich habe hier einen SMD-Widerstand mit 620 Ohm eingesetzt. Bei manchen Kameras muss man gegebenenfalls auch noch einen Kondensator mit 1 bis 10 Mikrofarad einsetzen. Das weiße OSD-Kabel wird an den freien PPM-Anschluss angelötet. Und Betafly bei CLI muss ich jetzt PPM deaktivieren und die Kamerakontrolle auf PPM festlegen. Ressource PPM 1 None, dann Ressource Kamera Control 1 A07 und Kamera Control Key Delay auf 125 setzen. Alles speichern mit Save. Nun ist alles fertig. Der FPV-Act wiegt flugfertig 122 Gramm. Die Einstellung der Kamera erfolgt über die Fernsteuerung. Hier wird der linke Gasknüppel zur Mitte gesetzt und dann nach rechts geschoben. Und schon werden die OSD-Einstellungen der Kamera angezeigt. So kann man leicht vor dem Flug das Runcam-Lichtprofil individuell umschalten. Möchte man den Namen der Runcam ändern, so schiebt man den rechten Knüppel von der Mitte nach oben und das Menü mit der Positionierung der OSD-Elemente wird angezeigt.